Anfang ist gemacht, ne? Willkommen zum neuesten Video. Wir waren nach den recht langen Feiertagen über Weihnachten und Neujahr noch zum Abschluss am 5.1. beim Lachsforellen-Event an der Diepeschrather Mühle. Okay, mal so stehen bleiben. Ich dachte, wie die auch immer, dann habe ich das Ding am Kopf. Das ist doch eine lange Route, passt. Zu Beginn habe ich diesmal nicht mit der Grundroute angefangen, sondern mit einer Posenmontage, aber so tief eingestellt, dass quasi das Vorfach auf dem Grund liegt zum Auftreiben 30 cm mit dem Gleichschroten eingestellt war. Köder wieder die Kombi aus Powerbait mit Bienenmade, Farbe Chartreux mit Orange, Geschmacksrichtung Knoblauch. So, wir laufen mal raus. Ich wollte gerade den Buffform vernünftig an dem Haken ausrichten. Da konnte ich aus dem Augenwinkel rechts erkennen, dass die Schnur langsam abzog. Biss, Nadine, hat man? Grundbiss. Das ist eine gute, das merke ich schon. Ja, jetzt geht's auch. Kommt nach links, Toni. Kommt nach links, ist schon links. Ja, eine dicke. Ja, ich kann nichts machen. Das ist eine dicke, ja. Links. Richtung Mönch. Hast du eine Sichtung, Toni? Dann komm mal rüber, dann machen wir das hier drüben aus, da können die Jungs weiter angeln. Ja. Toni, kommst du rüber? Was machen wir? Siro drin? Oder sind beide von dir, Toni? Also. Ein Spiro ist auf jeden Fall drin. Jawohl. Sehr schön, Nadine. Einfach reinziehen. Sehr schön. Ha. Das ist dein Sushi-Schatz. Warum?
Mit der aktiven Route versuchte ich den Start mit Spoons und Gummi. Spoon ging dann nach einer halben Stunde gar nichts, nicht einen Zupfer drauf. Ich habe dann auf Gummi gewechselt und probierte damit mein Glück. Biss gehabt schon wieder, Mann, ey. Den Biss, wie gerade gesehen, hatte ich bestimmt 4-5 Mal hintereinander. Selbst wenn ich dann noch mal kurz angezogen habe, gingen die Forellen nicht noch mal nach. Ganz leckeren. Ich kann es schon vor mir sehen. Oder hier schon mal ein Stückchen abschneiden. Ich habe eine Sojasauce dabei. Die wird ja eingelegt. Das ist ja gar kein Sushi. Sushi ist ja mit Sashimi. Reis. Das ist ja Sashimi. Hab ich gelernt. Aber die Aufnahme von eben muss cool gewesen sein. Wo der große Wildwurf vorbeigeschwommen ist. Mit der GoPro unter Wasser konnte ich die Freude leider nur teilweise filmen. Meine Schlepprute fertig mit Teig mal schleppen, weil. Sind ziemlich zäh, ne? Ein bisschen mit Teig schleppen. Probieren, ne? So sieht es aus, auch mal stehen lassen, ne? Mal kurz einen Stopp zwischendurch. Zum Schleppen verwende ich hier eine 3-Gramm Pose mit einem dementsprechenden Glasgewicht und hinten dran als Vorfach ungefähr 80 cm 0,18er Fluorcarbon. Auch hier habe ich ungefähr 30-35 cm vom Haken. Noch zwei kleine Bleischrote mit 0,4 Gramm, damit der Köder nicht ganz gerade hinter dem Glasgewicht herläuft, sondern ein bisschen tiefer. Der zweite Vorteil ist, wenn ich kurze Schlepppausen einlege, kann der Köder langsam runtertrudeln und durch die voreingestellte Länge zwischen Bleischrot und Haken habe ich immer eine ideale Höhe, wo der Köder über Grund noch taumelt. Jetzt ist er auf Grund? Ich habe an dem Tag extra die Propeller etwas größer gewählt, damit ich bei langsamem Schleppen ordentliche Druckwelle unter Wasser erzeugen konnte. Ich
habe mit dem Auswerfen noch gewartet, da der Angelkollege zur linken Seite vom Toni gerade Biss hatte und wir nicht genau wussten, ob der Fisch den Köder genommen hat oder stehen geblieben ist oder das Interesse verloren hat. Ja, warte mal, mal gucken, ob es nicht doch geht. Nee, ist weg. Ja, die, das. Denk an das letzte Mal. Viermal hatte ich den Scheiß gehabt auf Grund. Du denkst jedes Mal, ist eine, ne? Das ist Maischen. Der hat schon eine Bienenmade geholt. Nach mehreren Versuchen in einer gewissen Höhe habe ich dann dementsprechend die Pose angepasst und das Gasgewicht noch etwas tiefer gestellt, um wirklich knapp über Grund den Köder führen zu können. Aktuell kann man auch bei diesen ganzen wechselnden Wetterverhältnissen und Temperaturen gar nicht sagen, in welchen Schichten die Forellen stehen. Wir reden jetzt hier von einem See, der zwischen 2,5 und 3 Meter ist. Und selbst da die Forellen erstmal zu finden, ist nicht ganz so einfach. Falbis? Auch hier wieder eine kleine Pause zwischendurch, dass der Köder wieder absinken kann. Dann wieder angekurbelt, 2 bis 3 Meter, wieder absinken lassen, wieder ankurbeln, um zu schauen, ob die Forellen irgendwo in einer gewissen Tiefe den Köder dann nehmen, sobald er auf Grund runtertrudelt. Dann konnte auch Toni seine erste auf Ultraleicht mit Gummi fangen an diesem Tag. Ja, ich wollte ihn warte noch irgendwo rein schwimmen, danke schön. Das ist schon selber los hier. Aber ja, ordentlich Speed, ne? Hier, bist du. Bist Toni, jetzt aber, mach ihn müde. Ja, komm da. Ich hab den Kescher schon in der Hand, bin einsatzbereit. Ja, aber ich hab morgen auch schon mal ja. Hier, du bist warm, bitte mal ab. Ich wollte nur sagen, dass ich sehr gut, bin sehr vorbereitet. Gut. Ja. Nein? Nein. Da kommt auf dich zu, ne? Lass mal war einer der großen Schwurmen. Ich bin beide mit einer Pose jetzt hingelegt. Mal gucken, ein bisschen überbleibt.
Mal aktiv geht gar nichts, ne? Nein, nein, nein. Bei mir hier sind locker 20 Stück. Direkt hier. Machen richtig heiß. Machen richtig heiß, genau. Aber das Schlimme, wenn 20 Stück da wären, dann würdest du keine kriegen. Das wäre noch schlimmer, ne? Dann lieber keine vor der Füße. Aber ihn interessiert das ja nicht. Ich weiß, er ist dann heiß. Erstmal anspitzen, ne? Der hat aber, glaube ich, immer einen verloren. Ja? Manchmal reicht ein guter Biss am Tag. Dann passt das. Ich bin zufrieden. Ich bin schon im Soll. Ja. Also auf stehen lassen gefangen oder aktiv? Hinten rechts. Direkt an der Seite auftreiben, Bienenmade, ein bisschen Teig. Na, die großen, die gehen nicht immer aktiv, immer schwierig. Ja, leider ja. Die Ecke da rechts auch prädestiniert, schön die Kante entlang. Die Ecke hinten, ja, aber auf Schleppen auch nicht immer. Habe ich eine bekommen, aber eine kleinere. Mit Gummi. Schau, ich noch ein bisschen näher ans Ufer ran. Die rechte noch ein bisschen näher ran. Schleppen? Muss ich aber erst die andere rein. Wird wahrscheinlich jetzt darüber ziehen, ne? Ja, lass mich schon. Ich versuch mal. Ich mach nichts, ich hab noch. Nadine, komm mal grad. Ja, hol mal meine schnell rein, die andere. Hier rechts, die hol die mal schnell rein. Meine ist wieder, glaube ich, frei, oder? Ne, hängt noch drin. Lass ihn einfach so hier liegen. Und einfach hier runter. Dann hol mal gerade den Kescher. Ja, hier den hier. Hat die sich drum gewickelt? Ach, unten. Ja. Ah, fast. Ziehen, ne? Unwahrscheinlich. Ne, ne, ist schon gut, ist schon okay so, Toni, alles gut. Noch dran? Ja. Ist dran? Alles gut? Schade. Schade, schade. Mit den Schenken. Mit Haken weg. Ne, Haken ist noch dran. Schon. Nur noch Vorfach. Vielleicht hatte ich ja nur ein Vorfach. Guck mal das hier. Kann sein, dass die. Ja. Vorfach. Ja, du hast Vorfach erwischt. Nee, das hier ist vom Boden. Ja? Vom Boden jetzt gerade hier? Das lag hier auf dem Boden. Okay. Aber auf Schleppen, ne? Weißt du was? So geht's schneller. Weniger Tüttel, so ist frei. Mach ich einen neuen Haken dran. Danke euch für eure Hilfe. Braucht nicht so sein. Gleich nochmal. Zumindest schon mal ein bisschen. Ja, bis weiter.
Er hat die auch ganz spitz genommen, ne? Wenn die ausgeschlitzt ist. Ja, ja, das habe ich ja gesehen. Deswegen sage ich ja. Ich glaube, nochmal Marshmallow mit dran. Soll das da weg sein? Das kann weg, ja. Das ist keine Kunst, das kann weg. Na ja, wenn falls man das Gefühl hier hat, dann hat dieser da. Das ist kein Kadaver, das ist ein Kadaver. Dann saß die aber wirklich nur ganz knapp, Toni. Ja, ich meine, ich könnte ja gerade auch die Köder an der Schnauze an der Seite sehen. Mhm. Marshmallow mit Käse dran machen. Käsearoma. Vor so lange gewartet, das sah eigentlich gut aus. Ich hätte auch gesagt, der passt. Ich glaube, so lange hätte ich gar nicht gewartet, Toni. Ja, ja. Nee, aber der war schon okay. Einzigster Trost, es war keine ganz dicke. Es war ein schmaler, aber immerhin. Ich hole sie rein. Komm, zeig dich. Ah, kleine. Kleine. Ziert sich die Kleine. Die hängt aber. Na komm, steig dich einmal. Eine kleine. Aber immerhin, es tut sich wieder was, ne?
Ja, schon, ne? Mhm. Komm rüber, Nadine. Gehst du weiter rüber? Nee, ja, jetzt. Petri. Petri, Toni. Oh, bis zur Grundroute. Das ist eine gute. Habe ich gesehen, wie die hochkam. Kannst du die mal rausholen, bitte? Stell bitte in die Hütte hinten. Ja, dicke. Hm? Dicke. Hm. Eine richtig gute. Ich kann es aufmachen. Hm? Das ist ein gutes Brett. Ist größer, wie ich habe. Die ist dicker, wie die ich schon habe. Die hier. Ja, strampel ruhig, ist eh geschluckt. Die bockt aber ordentlich. Ja, die ist nicht größer wie die andere. Nein? Nehmt schon die Matsch darüber. Alles klar, danke. Nummer uno, Nummer dos, dos. Nummer zwei. Ja. Schön geschluckt hat sie. Ich konnte den Schwall nämlich da hinten sehen, wie die genommen hat. Das ist einfach ruhige Route, da gehen sie drauf. Hm? Ich hatte schon Angst, dass ich aus der Kirche abgehe. Wenn du so rumdrehst, geht der wieder fest. Er ist wieder fest. Ja, wir sind erst im Moment Schreck gekriegt. Hey. Was? Also Maden nach mir schmeißen finde ich aber nicht lustig. Nein, gar keine Made. Liegt doch noch vor meinem Fuß. Petri, Junge. Petri, dank. Warte. Ja. Super. Und was meine? Du kriegst einen Knutscher. Du kriegst einen Knutscher. Kescher Girl kriegt Knutscher. Oh. Mit Mützentitsch. Ja, mit Mützentitsch. Ich mach die noch gerade sauber. Dann sind hier vorne keine Fische mehr. Ich muss ja, nichts bewegt, ne? Stehen lassen, ruhige Route. Aber schwarz-orange war diesmal.
Das ist auch die Stelle, wenn du hinten hinwirfst. Das ist einfach so. Ja. Ich bin bei der ersten schon entspannt gewesen. Ich hätte gerne bis auf bewegten Köder gehabt, weißt du, auf Schleppen oder so. Das wäre schön gewesen. Aber so will ich auch nicht meckern. Aber auch wieder komplett überbleibt, ne? Und dann auf dem Grund liegen lassen. Dann haben die am wenigsten Widerstand. Sehr schön. Jo, läuft. Ein bisschen zugucken. Klar. Wo man ja sagen muss, in ein paar Tagen sieht man es eh auf YouTube, was heute gelaufen ist, ne? Wahrscheinlich, ja. Ist von auszugehen. Aber hat eben geklappt? Ach, hat schon zweimal geklappt. Ja, zweimal. Aber beide auf stehen lassen. Stille Route. Ja, sieht schwierig aus. Heute. Scheiße, ich bin drüber geworfen. Ja. Lass mal auswerfen. Ja, die nehmen nur ganz kurz. Mal ein bisschen näher Richtung Trennnetz werfen. Weil die steht, einer steht direkt vorne, wo der erste weiße Schwimmer anfängt von der Leine. Da steht eine. Siehst du den Rücken da hochkommen? Die Rückenflosse? Ja. Ab und zu kommt die hoch, siehst du so ein paar Ringe. Da steht eine. Ja, die Ecke ist dafür. Ja, ja. Ja, Vorsicht, mal gucken. Genau da, hast du gesehen? Und die kommt auch wieder dahin. Die kommt auch wieder dahin. Da liegt der Köder jetzt genau richtig. Wie gesagt, aktiv kannst du die manchmal einfach nicht ärgern und dann nehmen sie lieber den passiven. Ich habe heute Morgen kurz meinen Anfasser gehabt, aktiv. Aber das war's. Siehst du, da kamen sie wieder hoch. Müsste ich eigentlich meine Pose ein bisschen wegdrehen. Da hättest du nämlich keinen Köder genommen. Bei den Gefallen tut sie mir nicht. Ich habe auf aktiv nur Anfasser gehabt. Habe ich nämlich jetzt auch gesehen. Wenn man aktiv fischt, dann wird ich Anhieb entweder sofort oder gar nicht. Ja, das ist beim Spoon. Beim Spoon hängt es ja meistens, aber beim Gummi ist es schwierig. Ne? Moin. Hast du schon ein paar Wasserschweine raus? Ja, aber nur auf stehen lassen, ne? Ja. Mhm. Mit Teigbienen mal da auftreiben, 30 cm direkt hier vorne an der Seite. Da habe ich eine Schnurrschwimmer mitgehabt. Schnurrschwimmer? Mhm. Hat die Kollegen hier nebendran auch. Dann bis zum Einlauf, der hier auch kurz vor der Hülse. Ja, der war gut. Zum Einlauf, ja. War aber nicht dran. Ja, das war es auch. Ja, wie gesagt. Bei auch schon geschleppte Zeit gehabt. Ja. Nur plattgedrückt losgelassen. Ja, das ist die schlucken nicht durch. Nee. Wenn der Köder liegt, dann nehmen sie den voll. Ne? Dann haben sie Zeit, dann spielen sie damit. Ja, hier, der hier am ersten Platz gefahren sitzt da, der auch. Ja? Mhm. Der hat auch zwei Abrisse gehabt. Abrisse? Mhm. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Verloren oder was? Ja. Aber alle dann so in Richtung des Netzes oder was? Mhm. Mhm. Ja, da wo er jetzt liegt, ich habe jetzt ungefähr 2,5 Meter Vorfach, ne? Mhm. Dass das wirklich auf dem Grund liegt. Und
Ja, ich habe mit Gummi mal schon probiert. Mit Gummi hatte ich noch nicht mal einen anfassen. Ja, wie gesagt, gar nichts. Das bisschen, was ich gesehen habe. Mit Spoon hatte ich kurz mal einen Seitenrempler gehabt, kannst du sagen. Ne? Von der Seite attackiert. Aber das war es auch. Da habe ich an Ding gedacht. Hm? Ah, nee, Quatsch. Nee. Das sah gerade so aus. Nee. Sehr bescheiden. Also, wir haben jetzt eine dicke, ich würde mal so 4-5 Kilo sagen. Ja, die werden irgendwo. Auch so eine 6 Kilo rum. Gerade mal 3. Der Jule hinten hat, glaube ich, auch eine große, ne? Ja. Aber keine 5 Kilo, würde ich sagen. Ja, die sind auch so um die 5 Kilo, 4,5, 5 Kilo werden die haben. Ich habe sie noch nicht gewogen. Deutlich größer als die jetzt auf anderen Seite. Ja? Also. Da stehen noch zwei Stück. Der hat ungefähr das gleiche Kaliber gefahren. Ja. Das wäre sehr. Deswegen habe ich auch so gesagt, das war bestimmt alles so 5 bis 6 Kilo. Mhm. Ja, die sind ja auch okay von der Größe. Ja, ja klar, ist okay. Ja. Aber bis auf jetzt 2 Fehlbisse und Kilo schon mal ein bisschen. Überworfen. Ja, also aktiv ist echt zäh heute. Wann besetzt ihr die Fische? Vor? Ja, ist noch. Was haben wir überhaupt? Ach, 11 Uhr. Gerade 11 Uhr. Da bin ich noch entspannt. Vielleicht noch ein bisschen. Dann kriegen wir noch ein oder zwei Stück. Bin ich mir sicher. Ja. Hier vorne, da kam sie hoch, Toni. Das ist deine. Ja. Die ist hier rechts rüber gesprungen. Das war eine gute. Zieht sie noch? Da muss nämlich die andere auch gerade rein. Hängt? Ist weg? Ja, ist weg. Schnurschwimmer wahrscheinlich wieder, ne? Hm? Wahrscheinlich wieder ein Schnurschwimmer. Da hinten steht sie. Direkt am Netz, siehst du? Ja. Die Flosse hochkommen. Fische sind echt top. Auch wenn du die filetierst, hast du super Filets, ne? Habt ihr jetzt vor Silvester nochmal gebeizt zu Hause? Ja. Top. Also wirklich auch geschmacklich. So, dann werfen wir wieder genau vor die Nase. Gummi und Spoon tut sich nichts. Und da kommen sie schon wieder hoch. Wie du den Gummi auf einer Höhe führen kannst, und zwar ganz langsam. Ne? Ja, also du kannst ihn so theoretisch, kannst du den, wenn du jetzt die Route noch hochhältst, kannst du ihn noch ruhiger führen. Ne? Das ist echt schön. Also das ist ja auch wieder, ich habe mir Spoons zugelegt damals, als das mit den Spoons aufkam. Hier die Entwicklung habe ich jetzt verpasst. Also Gummi ist noch teilweise, macht schon richtig Laune. Vor allem, wenn sie eigentlich so passiv sind, jetzt ist das Gummizeit. Ne? Da kriegst du sie mit dem Gummi eher. Weil auf einem aktiven Spoon hinterherjagen, da haben sie keinen Bock drauf. Ja, tun die schon, aber sie machen es komischerweise nicht. Normal müssten sie es tun. Tja. Nur was Helleres, nur braun-weiß. Ja, es ist recht klar. Ne? Ja, ich will auch eher Naturköder, also Naturfarben holen. Vielleicht gehen sie doch eher drauf, wie auf die grellen Farben, Schockfarben. Na komm. Wenn man so im Schnitt guckt, ich bin ja eben mal drüben gelandet, also die meisten großen Fische kommen von drüben. Da habe ich jetzt 6 große gesehen insgesamt. Und hier auf der Seite, glaube ich, ist der einzige, der 2 hat. Kann sein, ja. Aber die standen heute Morgen auch da vorne. Mhm. Jetzt stehen sie auch noch da, aber wie gesagt, das ist halt recht schwierig. Beim letzten Mal, wie wir hier waren, am 8.12. sind sie also in den ganzen See gefangen worden. Mhm. Da konnten wir gar nicht sagen, wo besser war. Du musst die nur mal aus dem Quark kriegen, die wirklich nachlaufen. Ja, die sind halt, das ist bei diesen standorttreuen Großforellen so. Die sind einfach träge. Die, ne? Ja, ja. Also die bleiben dann stehen schon die ganze Zeit und irgendwann dann beißt sie aus Wut rein. Dann musst du aber auch meistens sofort einen Anschlag setzen. Normalerweise, also früher, bevor es das Gummi gab, habe ich einen Tauwurm immer gezangt, halben Tauwurm dran. Da konntest du die richtig geil ärgern. Geheimwaffe auspacken. Ja. Geheimwaffe auspacken. Ziemlich zum Schluss habe ich dann noch versucht, mit Powerbait Trout Nuggets in Verbindung mit Bienennadeln auftreibend noch die eine oder andere Forelle zu überlisten. Ja, ich bin hier in Kontakt. Ja, schön. Oder?
Problem, ich glaube, du das machst oder ich das mache das gleiche. Ich glaube, dass du die uns besser erfragen kannst. Weil du bist bei dir bei dir. Ich glaube, du bist bei dir. Kannst du sagen, was du willst, dann frage ich das dann bei dir. Mhm. Mhm. So. Pellets. Pellets schwimmend. Hier liege ich jetzt da hinten vor, weil die ist so hoch weit oben. Schön auftreibend. Ne? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Toi, 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 ne? Weiter nach rechts. Ja, so genau richtig. Oh, der war gut. Habt ihr den Biss gekriegt mal auf Bienenmare Tremarella? Nein. Nix, ne? Aber ich hatte eh nur einen Biss. Ja, aber aktiv waren sie gar nicht, ne? Wir haben beide aktiven Biss gehabt. Auf Teig? Beide zeitgleich. Andere verschiedene Stellen, beide verkackt. Ne, echt? Ja. Das ist bitter, ne? Das ist echt bitter. Hätte, hätte, ja. Kann man nicht filetieren, ne? Da sollte hin. Da sollte hin. Genau vor dem Netz. Von Dänemark wiederkommen, haben Angeldepression. 7 Tage kein Fisch, wa? Du hast dann Angeldepression, weil du dich nicht mitnimmst. Dann fängst du nichts. Ja. Ich hab dich verflucht. Genau. Echt passiert was? Hä? Echt passiert? Nee, mir ist mal 3 Tage lang. Von 7 Tagen hatte ich mal 3 Tage nicht einen Biss. Da fährst du hier, weißt du, als Hero weg und kommst du oben als Depp an. Das ist echt hart. Aber danach ging's los. Und dann war auch wieder alles gut. Bisschen, wenn du da hochkommst, das sind 36 Grad. Schwierig. Aber oft ist es ja wohl so, wenn man es dann verstanden hat, wie, ne? Ja, wenn du raus hast, wo drauf und wie. Ich habe einen Bekannten, der fährt tatsächlich immer extra bei diesen hohen Temperaturen. Ne? Ja. Und der sagt immer, Anfangsphase ist schlecht. Du kannst dann richtig geil fangen, natürlich. Wenn du raus hast, dann ist es ja geil, weil du auch nicht angelt und es funktioniert trotzdem. Ja, ja. Und auftreibend in den Schwarm rein, ist auch geil. Den Boden hoch. Dann fängst du auch gut. Aber mit braunem Teig. Im Leben noch keinen braunen Teig hier gebraucht und oben hat auch braun gefangen. Gegen 15.30 Uhr haben wir dann langsam auch zusammengepackt. Beschweren kann ich mich an dem Tag nicht. Mit 2 guten Lachsforellen von einmal 4,9 und 5,6 Kilo bin ich mehr wie zufrieden. Toni konnte insgesamt 4 Lachsforellen erwischen, eine größere von 2,5 bis 3 Kilo und die anderen 3 waren so 1,2 bis 1,4 Kilo. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und eventuell war der ein oder andere Tipp für euch dabei. Wir sagen Tschüss, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Geht angeln. Ciao.